Hallo und herzlich willkommen zurück bei Persistence. Eigentlich wollte ich jetzt nach der ersten halben Stunde, wo wir gespielt haben, aufhören. Aber ich habe mittlerweile rausgefunden, weil ich auch mal. Would you please just go into the maintenance tunnel, Zimri? Ja, Schnauze. Rausgefunden, dass das Spiel sich jedes Mal von der Karte her auch neu aufbaut. Das heißt, wenn wir jetzt hier aufhören. Sind wir durch so viele Dinge sind wir noch gar nicht gegangen, oder? Ne, da bloß. Dann verändert sich das ganze Deck, verändert sich scheinbar nochmal. Das heißt, wenn wir sterben, fangen wir wieder am Anfang an. Und das verändert sich alles ein bisschen. Beziehungsweise irgendwie wie so The ein. separate tunnel to the one we came in through. Search the area. You'll find a way in. Wie so ein Rootschlike-Shooter oder wie man das am besten nennt. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wie das speichert. Scheinbar geht das ganze Deck verloren. Man behält nur die Upgrades, die Waffen sind weg. Hör doch mal auf mit diesen Geräuschen, Mann. Was soll ich denn da durch? Ist das nicht hier? Nee, da. Oder hier. Schaut aus, wie wenn es gleich wäre. Sternenantriebsdeck. Wiederherstellung. Okay. Ist mir jetzt egal, wir gehen jetzt da rein. Oh Gott, nein, verpiss dich. Alter, erschreck mich nicht so. Du elender Hund, Alter, wo bist du? Das wieder zu. Oh, ihr Mistschweine. Fahrt zur Hölle, Alter. Fahrt zur Hölle, ihr Programmierer. Scheiß Tür sitzt zu. Auf damit. Warum liegen hier lauter so Teile rum? Oh, ihr elenden Mistkerle, Alter. Kommt nur her! Ich habe keine Angst mehr vor euch. Das hört man auch überhaupt nicht an meiner Stimme. Oh, verdammt. Ich höre doch schon wieder irgendwas laufen, oder? Ah!
Oh. Oh. Okay, ich komme zu der Konsole. This is it. Just flip that switch and power should flow to Iris. Should? One short way to find out. Sie läuft. That's how it's supposed to sound. That's definitely not how it's supposed to sound. Come on, let's get back through the tunnel before they overrun us. Was soll das heißen, bevor sie uns überrennen? Ich hasse das Wort überrennen. Alter! Scheiße, scheiße! Komm schon, komm schon, komm schon! Almost there now. Just use the console to lower the tower into position. Oh, Alter, dieses Schild ist echt geil. Iris, sag was. That's it. You've done it. Iris is calculating jump vectors now. Was? Warte, warte, warte. Warte, ich hab doch noch. Oha. Nicely done, Zimri. That looked tough. Let's get to deck 2 and work on recharging the star drive. Sure thing. Alter. Fast meine ganze Muni verhaut wegen dem scheiß Viech. Was heißt hier zurück zum Sternending? Da hinten herum. Dämliche Viecher. Haben die nichts mehr abgeschmissen? Warum sind die so fett und groß? Was war denn das für ein Kopie-Ding, ey? Ah. Die sind halt voll, weil ich einfach gut bin, Mann. Ja, Gott sei Dank. Hat sich einer eingeschlossen hinten drin, ne? So, wo geht es zurück zu dem Wiederherstellungsding, hey? Geht es da dann einfach weiter, oder wie ist das? That footer will take you to deck 2 whenever you're ready. Warte, aber ich kann das andere alles noch erkunden, ne? Gehen wir einfach mal. Werden wir dann schon merken. Deck 2 Star Drive. I've not seen a microstructure embedded in an asteroid before. It's amazing work, I guess. But right now, all that matters is recharging the star drive. We're going to have to... Bloodhound? Dieses Symbol gefällt mir gerade gar nicht. Ach du Scheiße. Wow.
Ist gut, dass das halt überhaupt nicht groß ist. Feed it some matter. Understood? Heading for Star Drive Access now. Niemand da. Ich würde trotzdem irgendwie gerne erstmal das andere erkunden. Aber für die Ladezeiten ist echt gut, ne? Zack und schon bin ich wieder beim anderen. Hä? Das ist gerade wieder komplett neu, oder? Oh fuck. Okay, also es richtet sich wirklich jedes Mal wieder komplett neu aus. Komm her, du kleiner Bastard. Ich brauch deinen Shit. Okay. Schauen wir mal schnell, was die so alles gibt. Ich muss mich mal ein wenig zurechtdrehen. Armory Fabricator. Was? Ich kann das so freispielen? Schusswaffe Valkyrie. Ein lautloser Killer, extrem starke Bolzen, aber langsames Nachladen, äußerst begrenzte Munition. Die Nadel. Sehr hohe Schussrate, große Munitionsrate. Ein entsetzt ernst zu dem Durchlasskraft, allerdings auf Kosten der Munitionskapazität und Nachladezeit. Machen wir das? So, freischalten. Immer das so. Alter, das ist die, was wir gerade hatten, ne? Recharging. Aber das muss ich dann erst aufladen? Alles klar. Da, Ziel 1, Sprungvektoren berechnen. Sternenantrieb aufladen, Sensor ausrichten, den Captain finden, Sternenantrieb aktivieren. Die haben das doch jetzt schwieriger gemacht, kann das sein? Jetzt sind da nämlich mehr unterwegs. Das sind die mit Schusswaffe, ne? Was sie vorhin gemeint haben. Komm schon.
Dreht er sich jetzt um oder nicht? Da ist er. Die kleine Sau. Was muss? Muss aufs Klo? Meins, ich will das mitnehmen. Bin ich hier in der Mitte? Was ist da? Tabs Generator. Terminal. Alter, komm, da gehen wir doch jetzt hin. Panels here are overloaded. Keep a wide berth for any that are arcing with electricity. Hat er mich gesehen? Was soll der Scheiß jetzt? Ah, das ist damit gemeint, überladen. Die explodieren dann, wenn einer drauf geht. Gut, dass die dumm wie Brot sind. So ist ja hier nichts mehr in dem Raum, ne? Nee. Was ist das da? Ah, okay, das ist ja bloß. Es ist viel zum Sammeln, ne? Ach so, ja, das ist ja bloß so ein Ding. Okay, was erwartet uns hier drin? A debris defense shield station. Are they still working? Yes. This could prevent micrometeorite strikes for this deck. Would you mind powering it up? Es gefällt mir gerade überhaupt nicht, dass das hier so dunkel ist. Like he needs a key card. You've got incoming. This will wait. Warte, dafür hab ich doch den Wachposten. Boah, was? Mit einem Schlag? Wow. This escalates quickly. ...3994 Stammzellen, Waffenarabatt. Simi-Reader. Leerer Slot, gibt's da mehrere? Geschlecht weiblich, Größe 1,79, Gewicht 77 Kilo, Körperfett 13, Muskelmasse 41, Blutgruppe B, negativ. DNA integriert 100%. Guthaben, kostenlos. That could have gone better. They got your host body, that's all. I printed you another. This is our one safe place. But I'm sorry. You have to go out again. I'm counting on you, Zimri. I know you can do this. Was macht das da? Here, you can use the stem cells you've harvested to enhance your clones. Ah. Dunkle Materie für... Wow, fuck you. 5000. Gesundheit. Kostet 500. Lautlosigkeit. Boah, auch 5000. Nahkampfschaden. Mutieren sie dauerhaft in einen Klon, die gehen auf eine süße Stärke. Okay, das haben wir jetzt alles abgegradet. Das andere brauchen wir einen Haufen. Oh, was, Alter? Wirklich? Alter, seid ihr behindert? Wer entwickelt sowas? Die sind doch bescheuert.
You can turn that schematic you found into something useful with this fabricator. You'll need the fab chips to execute the procedure. But otherwise, it's pretty straightforward. Ausrüstungsladen, Erebus-Anzüge. Boah, fuck. Boah, was war das? Schleichen, Tempo-Upgrade, Stealth-Upgrade. 9 Tempo, 6... Ja, aber ist das dauerhaft oder ist das jetzt auch wieder bloß... Ne, das müsste wahrscheinlich weg sein, wenn ich das hab, ne? Okay, und mit dem Bild auf die... aufs schwarze Loch, in das wir irgendwann reingezogen werden... Sind wir gestrandet oder so? Kann das sein? Schaut aus, wie wenn wir auf irgendeinem Felsen festhängen, ne? Egal, ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen. Das war jetzt die zweite Folge von Persistence. Und dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.